Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzer-Map zusammen mit dem Boxe. Moin! Moin, zusammen sind wir das Team Salty Salty Beans! Beans. So, es läuft, es läuft. So, ich habe Boxe ganz kurz schon abgeholt. Ich hole euch auch gerne noch ab, wobei ihr habt es eigentlich ja gehört, aber für alle, die es vielleicht nicht gehört haben, wir können uns das Equipment von Werner leihen, wenn er es gerade nicht mehr braucht, ist klar, neuer Tag, neues Glück, auch bei denen. Von daher machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Boxe füllt gerade oder hat gerade einmal die Sämaschine der Kollegen aufgefüllt, bringt die gleich zurück und schnappt sich dann schnell mal hoffentlich den Drescher, der da noch da steht. Wir wollen es hoffen. Und dann können wir anfangen, unser Acker, heißt es jetzt Acker oder Vermehrungsgras? Ich glaube Ackergras, abzu ernten. Da sollte ordentlich was runterkommen, weil es ist im Endstadium auf dem ersten Feld. Es ist so geil. Also ich erhoffe mir tatsächlich einen kleinen Geldsegen, muss ich gestehen. Ich hoffe auch, mir macht so ein bisschen Bauchschmerzen. Wir müssen das Feld noch, was wir gerade besät haben, Spritzen und düngen. ja genau, spritzen Ja, und aber düngen wir haben doch auch. auf den Unimog Pflegebereifung drauf. Ja, die Frage ist, möchtest du dreschen eventuell, weil das, ich glaube, für die Zuschauer ganz interessant ist, und dann kümmere ich mich weiter um das Feld gerade mal. Alter, was ist denn Was? jetzt los? Was denn? Boah, ich hatte gerade einen Mega-Leck. Ach Boah. so, okay. Ich fahre jetzt mal ein bisschen unschön hier kurz rüber. Entschuldigt bitte. Ja, kann ich gerne machen. Wenn du den Mähdrescher mitbringst, gar kein Problem. Wir müssen auch noch zahlen, fällt mir gerade ein. Ja, stimmt. Wir müssen zahlen. Wir haben 1,4 Dings, ne? Weißt du gerade, was der Mähdrescher die Stunde kostet? Der Hektar? Der Hektar? Warte, ich hab's auf. Ich hab's doch auf. Feldhexer, Mähdrescher, 55 der Hektar. Das heißt, mit 100 sind wir wieder dabei. Also eigentlich unter 100, Freunde, aber Oh, ja. die fangen jetzt hier an schon zu häckseln, kann das sein? Wer, wo, wie? Simona ist hier mit einem Häcksler unterwegs. Feldhexler. Ja, gut, die sind ja mit dem anderen Team auf Kuschelkurs. Eine Bist du. Patchwork Family. Was? Bist du jetzt gleich fertig mit denen? Ich bin, warte, jetzt fertig. Ich mache hier nur noch mal zwei kleine. Ja, komm, scheiß auf. Ja, ich bin fertig. Okay. So, GPS kann aus. Ich fahre mal Innensicht und hoffe, wir können hier durch. Können wir? Die Können wir? Frage. Ja, Frage. Es ist halt noch nicht alles jetzt voll mit. Wer stellt denn einen Ladewagen hier Ich hin? war da. Warte, warte, warte. Ich fahr den raus. Ich fahr den Nee, raus. warte, ich glaube, ich passe vielleicht Ja, warte, warte, eventuell. warte. Ich fahr den Nee. weg. Der muss sowieso weg. Ich passe auch nicht Oh, dran wir haben auch vorbei. noch Silage da drin. Oh, das fällt mir gerade ein. Ho, ho, ho. Ja, wir haben noch Silage. Und ich habe den Kommentar gelesen. Auch vielen Dank dafür. Vielleicht sollten wir das tatsächlich mal in Betracht ziehen, Boxe. Auf den Unimog entweder hinten das große Dings drauf zu schmeißen, damit wir ein bisschen mehr Ladevolumen haben. Oder uns einfach mal den MAN zu leihen. Oh, und wie sieht's aus mit Wolle? Guck mal eben nach schnell. Ja, ich Uiuiuiui. bin gleich da. Voller Euphorie. Alter, Kohle, was geht? Kohle, was geht? Boah, ich bin schon mega Ja, gespannt, wir was haben da. 1000 Liter einmal voll und, was steht da? 500, also 1500 Liter Wolle haben wir. Ich guck mal ganz kurz, ich weiß immer nicht, wo man guckt. Ah, Wolle kostet gerade 2200. Ich würde sie tatsächlich noch ein bisschen liegen lassen, wenn ich Ja, ehrlich bin. lassen wir liegen. Beim letzten Mal bin ich der Meinung, ich habe sie für 3000 verkauft. 1000 Liter, also da. Hoppala. Bisschen schnell gedrückt. Ich bin mir sicher, da geht noch was. So, wenn ich jetzt dreschen soll. Den Mähdrescher haben wir noch nicht, ne? Nee. Gut, da wir keine Zeit haben. Okay, ja, Werner hat den auch professionell hier mal vor der Tür geparkt. Oh, hat der Ring eine neue Halle bekommen oder war die schon immer so groß? Ne, die ist neu, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber, also wirklich, warte mal. Ich muss noch mal kurz bei der Düngerproduktion reinspringen. Wir haben nur 3200 Liter Silage. Ich glaube, wir haben die ganze Silage letztes Mal rausgeholt, Boxe. Im Fermentierer. Im Fermenter. Oder, jetzt unter uns wollen wir, solange wir mit Werner noch nicht, mit Werners Equipment noch nicht arbeiten können, können wir doch auch den Ladewagen
nutzen, das Gras oben in den Fermenter schmeißen, oder? Können wir auch. Silageballen bringen aber mehr, meine ich, ne? Oder wie war das? Ja. Ja, Ballen bringen ein bisschen mehr, aber solange wir das Equipment noch nicht haben, vielleicht die ersten ein, zwei Ladewegen schon mal hochschmeißen. Ja. Weil, Achso, er braucht immerhin die momentan 500. Selber. Ja, er braucht selber. Okay. Und, ja, ah, scheiße, Alter. 673 kostet ein Ballen beim Landhandel. What? Mega. Mega viel Geld bringt gerade einen Silageballen. Okay. Dann, total Schnapsidee. Wie sieht es aus, wenn wir uns die Kronepresse für 12.000 einfach selber kaufen? Dann brauchen wir nur noch den Wickler von Werner und den... Oh, jetzt hätte ich auch gerade mal einen Leck. Den Wagen. Die Frage ist, wofür haben wir noch einen Ladewagen, ne? Das ist halt, müssen wir uns ein bisschen... Wofür haben wir noch einen Ladewagen? Wie meinst du? Ja, wir haben jetzt einen Ladewagen. Ja, aber einfach... Guck mal, wir verdienen 173 Euro pro Ballen, pro 1000 Liter mehr, wenn wir es in Ballen pressen aktuell, statt wenn wir es nur in die BGA schmeißen. Strohablage ist an. Weißt du, deswegen würde ich tatsächlich überlegen, ob wir die 12.000 investieren in eine eigene Presse. Weiß ich nicht. Ich bin mir noch unschlüssig. Ja, also aber wie gesagt, es sind halt nur 12.000, ne? Du drückst jetzt schon, richtig? Ich, ja, bin gerade drauf gefahren. Und hier kommt auch ordentlich Ackergras runter. Holla die Waldfee. Ja? Ja. Aber du kannst es ja oben rechts leider nicht sehen, okay. Boah, 43, wie viel hast du schon? Also, wie viel? Ich hab jetzt, warte, Moment, jetzt knapp 700. Liter, also Ackergras. Und ich weiß natürlich nicht, was hinten rauskommt. Die Schwarz sieht schon mal in Ordnung aus. Wir werden natürlich dann final erst später feststellen, was da wirklich drin war, ne? Oder rauskommt an Gras. Aber, doch, ich... Alter, das Schneidwerk ist aber für den kleinen Nova hier echt nicht gut. Ich bin der Meinung, das klappt. Also das war eine gute Idee, das zu machen. Ich guck gleich mal den Preis an, ob wir es verkaufen sollten oder noch einlagern. Ja, warte, ich gucke mal mit einfach. 2000 beim, boah, Landhandel. Geil. Oh, nice. Da ist er wieder gestiegen, ne? Ja, ja. Oder, ich glaube, wir warten noch ein bisschen, oder? Ist der noch auf Aufstieg? Oder gucken wir nee, mal. Ich glaube tatsächlich, er stand einfach nur stabil da. Also ich würde tatsächlich überlegen, schon mal Ackergras zu verkaufen. Wir dürfen nicht vergessen, kannst du das eventuell kurz machen, in die Preisliste einmal reinschreiben, dass wir den Drescher schon wieder haben quasi, und soll ich den Maschinenring, ach das geht ja nicht, den Maschinenring, ja, wir nee komm, wir schreiben es erstmal nur, schreib es kurz mal in die Liste, dass wir den Drescher haben, ich sag dir mal, wie groß das Feld ist, es ist doch, nee, es ist nicht als Feld definiert, kacke, ich weiß leider nicht, wie groß das hier ist, aber nicht, wenn du aussteigst? Dann nee, geht auch nicht, weil wenn ich aussteige, weil es nicht als Feld definiert ist. Das ist nochmal 2 Hektar. Größer ist das nicht, auf jeden Fall. Also, dass wir einfach, sagen wir einfach 4 Hektar bezahlen, dann sind wir bei 220 Euro. Ich glaube, wenn wir dann auf 250 oder was aufrunden, dann sind wir auf jeden Fall safe dabei. Irgendwie nur, dass du kurz 4 Hektar in die Preistabelle schreibst. Ich guck mal einmal kurz. Ja. Heute ist der 31. Genau. Wir haben ja von letzter Woche, glaube ich, noch den Drescher auf. Haben wir eben ja schon gesagt. Ich würde das einfach dazu addieren. Maschinenring. Nee, haben wir noch nicht eingetragen gehabt. Das okay. Hier. Ja, dann gut. Dienstleistung, Mähdrescher. Genau. Hektar, wie viel hat das Feld hier nochmal? 4. Schreib einfach 4 Hektar auf. Ja, das andere, was ich vorhin gerade... Ja, 1,3, 1,4, glaube ich. Aber 1,4. Wir können es doch zusammen addieren. 1,41. So, was kostet nochmal der Drescher? 55 pro Hektar. Rückwärts, gib ihm. Ich will hier nicht da stehen lassen, die 2 Stückchen. Gleich. Aber wie gesagt, addier doch den Mähdrescher einfach zusammen. Wir dreschen quasi in einem durch.
Das heißt, wir zahlen nur 77,55 €, ist ja krass. Ja, ja, 100 Euro gerundet halt, ne, wegen LS kann ja nicht weniger. Wie viel hat das andere, was hast du gesagt? Ja, ich hätte jetzt 2 Hektar gesagt, viel kleiner oder größer als das andere ist es zwei. Nicht. Ja, okay, ist klar, habe ich mal eingetragen. Sehr gut. Das Problem ist halt, gegenüber der 35, das wird auch nicht angezeigt werden, da müssen wir dann auch nochmal gucken, aber das wird auch nicht größer als 1 Hektar sein. Oh, ich sehe gerade, wir müssen hier auch kalken. Lol, hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, kalken müssen wir auch, wobei, Warte mal, wie viel Prozent hast du? Wie viel? 77, aber ich stehe gerade, Das Problem ist, es geht hier entweder gerade bergauf oder ich weiß nicht. Kurz mal Schneidwerk heben und schnell wieder senken. Ja, das Problem ist, der Nova, ich weiß gar nicht, wie viel Power braucht dieses Schneidwerk. Wir gucken mal kurz. Ja, steht nicht dran. Super, okay. Weil ich komme mit dem kleinen Nova und dem Schneidwerk, komme ich hier den Berg nicht hoch. Okay. Ja, jetzt, ich habe gerade ein bisschen Anlauf. Oh, Alter, guck dir das an. Ich stehe auf der Stelle. Das ist natürlich richtig kacke. Ja. Soll ich schieben gerade mal? Ja. Versuch gerne, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob das viel bringt, glaube ich nicht. Aber das ist natürlich. Deswegen meinst du wegen Schneidwerk, ja, ne? Also, jemand in den Kommentaren hat es tatsächlich geschrieben. Ich spiele sonst nicht mit den Schneidwerken, muss ich gestehen. Ich finde sie sehr cool, aber habe sie noch nie benutzt vorher. Also, keine Ahnung. Aber sobald ich hier runtersetze und Vollgas gebe. Oh, jetzt muss ich aber auch lenken, Boxe. Ich glaube, das reicht schon. Ich glaube, jetzt müsste es wieder gleich hier gutes Gelände sein. Professionell, Alter. Wir sind super Farmer hier. Keine Zeit für den, sage ich da immer. Ja, ist richtig. Vor allem, was willst du machen? Ich stand eben Vollgas, stand ich auf der Stelle. Ist ja bescheuert. Anhänger? Ja, perfekt. Hat er hingestellt, Alter. Top Mann, ne? Boxe, ich kann nur wiederholen, was ich schon mal in den Kommentaren geschrieben habe. Ich bin froh, dich hier an meiner Seite zu haben, dass wir ein Team bilden. Ach, genau, wir sind ein Team, also das kann ich nur zurückgeben, aber ich denke mal, wir meistern ihn jetzt ganz gut. Ich hoffe es. Und falls wir nicht gewinnen, sind wir Meister der Herzen, oder wie nennt man das? Ja, genau. Sieger der Herzen. Ah, Sieger der Herzen, irgendwie so, ne? Ja. Ja, schade. Wer hier den Screenshot-Mode hier, dieses GS-Toggle drin hat und O drückt, sieht mal ganz kurz leider sein Hut nicht. Ist doof. Aber wir sehen ja, wenn es aufhört zu kippen, also von daher. Also ich bin jetzt einmal rum und war nahezu voll. Da kommt gut was runter. Gibst du einfach nur ein Zeichen, wenn du sagst, du bist soweit mit Düngen und Kalkboxe? Ja, ich würde das Feld hier eben gerne fertig machen. Hallo. Damit. Hallöchen. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Gerne, auch zwei. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, ne? Ja. Dass sich die Teams so ein bisschen zusammentun momentan. Sie meinen die Patchwork Family? Ja. Ich hörte, man nannte sie auch Kelly Family? Nee, Spaß beiseite. Ja, also ist mir aufgefallen auf meinem Monitor, ja. Die haben mir zusammen eine Maschine gekauft. Oh, ja. Was denn? Also ein Düngerstreuer eigentlich nur, aber die haben mir zusammen gekauft, wurde mir gerade vermittelt. Ja. Okay. Also, wenn Sie Interesse an einer fairen, das ist fett unterstrichen, rot markiert, Kooperation haben, sind wir natürlich sehr gerne gesprächsbereit. Also, ja, was würdet ihr denn kaufen wollen? Oder was ist denn euer Manko momentan? Ja, tatsächlich nur die Ballentechnik müssen wir gestehen. Also wir holen hier gerade Ackergras runter und ja, als Ablage gibt es halt Gras, wie der Name schon sagt. Ja, und ja. Wenn wir ehrlich, wir Gebetsschwestern ehrlich sind, gibt es 170 Euro beim Ballenverkäufer mehr, werden sie auch schon gesehen haben. Ja. Da nehmen wir natürlich gerne irgendwie diesen Preis, selbst wenn er sinkt, mit statt 500 für eine BGA. Deswegen wäre euer Equipment für uns natürlich auch eine Bereicherung, sagen wir es mal so. Aber sonst nichts. Ja, wir haben zwei Spritzen, also wir können, unsere Spritze kann man nicht entladen, deswegen haben wir zwei, einmal zum Düngen, einmal zum, mit Herbizide, wir haben Kalkstreuer, wir haben zwei vernünftige Schlepper, naja, wir brauchen fürs nächste Mal eine neue Sämaschine, aber das kriegen wir schon irgendwie. Würde es sich für euch lohnen, einen eigenen Drescher zu kaufen?
Ja, pf, definitiv, also. Also, ja, zumindest ein anderes Schneidwerk. Also ein zweites Schneidwerk, weil wir haben ja zwei Drescher beim Maschinenring, aber nur ein Schneidwerk. Ja. Also ein Schneidwerk pro Dings natürlich. Pro Drescher, ja. Pro Drescher, genau. Und ein neues Schneidwerk wäre natürlich sehr interessant, gerade jetzt mit der neuen Challenge. Oder, ja, wir nennen es mal mit den neuen Zielen. Ja. Macht natürlich eine eigene Drescher, ist man unabhängig, klar. Aber unser Kontostand sagt momentan nur etwa 73.000. Da ist ein Drescher noch nicht drin. Nee, aber was wäre denn zum Beispiel, wenn man sagt, man teilt sich die Kosten für einen neuen Drescher? Tja, kommt ganz drauf an, was die Kosten für einen neuen Drescher sind, aber grundsätzlich... Nicht, aber wenn wir jetzt mal was Größeres nehmen, sagen wir mal 6 Meter aufwärts, dann wären wir vielleicht irgendwo bei 200 oder 300.000, dann wären das für jeden 100, 150.000. Ja, da kann man gerne drüber sprechen. Das wäre so unrealistisch, weißt du? Nö, um Gottes Willen. Wie oft benötigt ihr denn, also sagen wir es mal so, habt ihr schon viele, viele Getreidefelder? Nein, aber tatsächlich müssen wir uns in die Richtung überlegen. Ja, ja, auch ihr müsst ja, ja. Ne? Deswegen rede ich jetzt vorher erstmal, plan erstmal ein paar Dinge durch und dann, ja, wird dann spontan entschieden. Also ich hoffe, Boxen fällt mir gleich nicht, springt mir gleich nicht ins Gesicht. Wir sind grundsätzlich an einem Deal interessiert, würde ich jetzt sagen. Also okay. Gerne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich mir das überlegen, ich würde nochmal zukommen, die ein paar Folgen später. Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir müssen alle noch 3 Cent sparen, also von daher sehr gerne. Ja, das stimmt. Sobald die Ballentechnik frei ist, sage ich Bescheid, ne? Das wäre wunderbar. Vielen Dank. Okay, gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, machen wir mal hier Grüppchenbildung. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann heute in der 16 Uhr Folge. Mal gucken, ob wir dann schon erste Ergebnisse haben. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Schreibt mal in die Kommentare, was die Patchwork Family so treibt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.